Zack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Heute die 14. Episode in FIFA 18 und normalerweise bin ich ja keiner, der seine Packs aufspart oder irgendwie wartet, sie zu ziehen, weil ich denke, ja, das Team of the Week ist sowieso kacke und Team of the Year ziehe ich sowieso keinen. Aber wir haben momentan immer noch ja dieses Team of the Week hier mit Ciro Immobile, mit Bas Dost, okay, den will keiner haben, mit Gareth Bale, mit Brahimi, mit Koulibaly und dazu mit Sergio Roberto ist das, glaube ich. Ja, genau, sieht auch nicht so schlecht aus. Die Bank immerhin mit Obiang, mit Carroll, also zweimal West Ham. Tayo, okay, hat keine Forster-Skills, aber immerhin schnell. Also sind wir ehrlich, das Team of the Week ist ziemlich, ziemlich scheiße. Das nächste wird deutlich besser mit Niklas Füllkrug unter anderem. Aber wir haben natürlich das Team of the Year, beziehungsweise die Stürmer. Die Stürmer, das sind Harry Kane 96, Cristiano Ronaldo 99 und Lionel Messi 98. Zugegebenermaßen ist es schade, dass weder Messi noch Ronaldo Stürmer sind, weil spielt ja sowieso jeder nur 4-3-1-2. Das heißt, alle müssen wieder umstellen. Schade. Aber nichtsdestotrotz habe ich aus der letzten Weekend League noch meine Gold 2 Belohnungen. Und das sind ein seltenes Megaset, ein seltenes Goldset und zwei seltene Megaset. Was ganz gut ist. Ich bekomme am Donnerstag noch meine Belohnung für die jetzige Weekend League. Die werde ich dann natürlich am Wochenende, wenn das ganze Team of the Week, Team of the Year in den Packs ist, öffnen. Und auch dafür wird es eine 7 Minute Squad Episode geben, aber heute geht es erstmal mit diesem voran. Letzte Episode war ganz gut, aber auch wenn wir jetzt keinen ziehen werden, wir hoffen zumindest auf den Schlitz. Wir hoffen zumindest auf den Schlitz. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr mich bisher noch nicht kennt. Ich finde übrigens diese Animation richtig, richtig geil mit diesem blauen Hintergrund. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, tut das auf jeden Fall, motiviert mich wie nichts anderes. IG Vault ist in der Videobeschreibung, 6% Rabatt auf eure Coins, Hero Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code MAXGAMINGTV, gerade fürs Team of the Year. Wenn ihr noch Coins braucht oder FIFA Points oder PSN Microsoft Guthaben, um bei dem aufzuladen, dann checkt das auf jeden Fall mal aus. Ich denke mal, einige von euch möchten auf jeden Fall ziehen. Dazu selbstverständlich Instagram und Twitter könnt ihr auch gerne auschecken, gerade für die Weekend League, Leute, interessant, wie ich da reagiere und so weiter und so fort. Zwei Sets haben wir noch, das sieht sehr blau aus. Gibt keinen Schlitz. Kein Schlitz. Das ist sehr ernüchternd und sehr schade. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht viel erwartet. Oh, Baptistao. Ach, Quatsch. Baptistao spielt bei Espanyol. William José. Hatten wir ja letztens mal in der Episode drin. Wäre jetzt momentan mit Nathaniel Klein der Spieler. Dazu noch Iborra. Okay, das heißt momentan, ja, William José und Nathaniel Klein wären die beiden Spieler. Auch wenn Kimi natürlich auch nicht so scheiße ist. Tagliafico ist mittlerweile gewechselt, sehe ich gerade, zu Ajax. Ach, der war doch auch an der Bundesliga. Oder Bundesligisten waren ja auch interessiert. Der ist ja in meinem Team drin. In meinem, wie nennt man das jetzt? Weekend League Team. Ist eigentlich nur Weekend League Team. Und ja, interessanter Wechsel auf jeden Fall. Ändert jetzt nichts, weil er hat sowieso keine Links. Abgesehen von Nationen-Links. Egal. Ein seltener Megaset aber noch. Komm, gib mir jetzt wenigstens einen Schlitz. Ein Schlitz wäre jetzt schon echt schön. Muss kein blauer sein. Ein Schlitz haben wir. Ein Schlitz, das ist in Ordnung. Damit bin ich zufrieden. Ist kein Inform, aber gibt sowieso keine guten. Deutschland, linker Flügel, Draxler. Naja. Immer die Hoffnung auf Reus, aber Draxler ist nicht so schlecht. Das heißt, es werden jetzt Nathaniel Klein und Julian Draxler, die beiden Spieler. Shinji Kagawa und Julian Draxler, meine ich natürlich. Dazu haben wir noch Deulofeu, Falke, Vietto, Kulka, Toussaint und Max Gradel. Ja. Fajer noch dazu bei der Transferliste. Immerhin 82 bewertet. Gut für Squad-Building-Challenges. Ernüchternde Weekend League Rewards. Waren jetzt nicht klasse. Aber ist okay. Ich bin, wie gesagt, eher Fan von den Gold 3 Rewards, weil die sind irgendwie besser, finde ich. Wir gehen ins 7-Minute-Squad-Team und legen los in 3, 2, 1 und go. Alles klar. Und die Formation ist ein 4-2-3-1-2. Das heißt, wir gehen jetzt dahin und packen Draxler auf den linken Flügel. Und packen ins zentraloffensive Mittelfeld Shinji the Kagawa. Shinji, da ist er. Übersehen. Zack. So, Sechser. Dementsprechend wäre es ganz gut, wenn wir da Castro hinstellen. Beziehungsweise Weigel. Ah, habe ich Castro? Wenn ich Castro habe, wird es Castro, ansonsten wird es Weigel. Habe ich nicht. Weigel ist auch besser, weil ich will einen Sechser, der definitiv nur auf der 6 spielt und nicht mit nach vorne geht. Und ich denke mal, dafür ist Weigel ganz gut geeignet, weil der kann halt offensiv überhaupt nichts. Und ist groß mit 1,86. Gut, wir brauchen einen Stürmer. Wir nehmen da entweder einen aus der Bundesliga, der deutsch ist. Ach, Füllkrug. Wobei... Also Füllkrug wäre eine Option. Es ginge auch Mbappé beispielsweise. Aber wir haben natürlich jetzt keinen Franzosen in der Bundesliga, der dann irgendwie Mbappé verlinkt. Und das wird dann schwer mit Kagawa. Oder haben wir einen? Ich weiß nicht, wo der Freiburger spielt, welche Position der ist. Ist der vielleicht sogar... Ach, Coman. Na, Coman ist der Inform. Würde gehen, theoretisch. Ravé. Ravé, jetzt... Guck mal, jetzt habe ich den erwähnt, jetzt müssen wir auch benutzen. Das heißt, das wird unser... Rechter Mittelfeldspieler, ansonsten habe ich die Freiburg jetzt auch getötet. Mbappé wird dementsprechend unser Stürmer. So, und jetzt brauchen wir noch einen Sechser von Dortmund oder einen Japaner. Das heißt, Hasebe würde auch gehen. Ich weiß aber noch nicht so ganz, ob das so die geilste Option ist. Ich meine, es wäre natürlich nur eine Nation weniger, aber schauen wir erstmal nach, ob er überhaupt ZDM ist.
Er ist nicht hier. Hat jetzt nicht so die geilen Werte, wäre aber auf jeden Fall eine Alternative zu einem Sechser von Dortmund. Şahin ist langsam und eigentlich auch nur defensiv, auch wenn er offensive Qualitäten hat. Castro ist nur deutsch, ZOM, Kagawa. Das heißt, wir werden, wobei der ist halt auch nur defensiv, ne? Na egal, dann nehmen wir halt Makoto Hasebe, da mache ich hoffentlich die Frankfurter froh mit. Zack, dahin. Und damit haben wir schon mal eine ganz gute Grundlage. Jetzt brauchen wir noch einen Rechtsverteidiger. Und zwar einfach aus der Bundesliga. Und dann können wir weitergehen in Richtung einer anderen Liga. Mal sehen, welche das dann wird. Was habe ich denn hier so? Kimmich. Kimmich war natürlich gerade gezogen, aber Deutschland haben wir jetzt schon. Die Sache ist nur, wir brauchen sowieso noch einen deutschen Linksverteidiger. Aber das machen wir lieber anders. Donati. Donati wäre, glaube ich, sogar ganz interessant mit der Serie A und Hövedes. Dann können wir hier nämlich Rugani. Zack. Hövedes. Ach nee, jetzt hat natürlich... Ja, jetzt hat Weigel natürlich alle Links. Warte mal. Wir brauchen einen deutschen Linksverteidiger. Ich glaube, da gibt es keinen der Serie A. Da gibt es nur einen in der Liga A und in der Premier League. Premier League wäre möglich, denke ich mal. Nur mit welchem... Wir brauchen nur irgendeinen, der einen Link hat in die Premier League. Das sollte ja kein Problem sein. Aber wir brauchen keinen Rechtsverteidiger aus der Premier League, sondern aus der Bundesliga. Koke, Janschke. Kimmich würde auch gehen mit Mustafi. Aber das ist natürlich eine Nation weniger dann. Bernardo würde gehen. Pekarik, Slowakei gibt es nicht mehr. Spanien, Azpilicueta. Haben wir irgendwas, was mich jetzt richtig, wo ich jetzt richtig sage, boah, da habe ich richtig Bock drauf auf einen Verteidiger dieser Nationalität aus der Premier League. Es scheint mir fast nicht so. Bernardo, David Luiz. Dann nehmen wir doch Kimmich und dann nehmen wir Mustafi und Koscielny als Innenverteidiger. Ach nee, Koscielny nicht. Weil dann haben wir wieder eine Nation weniger. Dann nehmen wir Mustafi und... Wen hat Arsenal denn noch so? Holding. Chambers. Super. Nicht so viel, ne? Rüdiger könnten wir nehmen, theoretisch. Anstelle von Mustafi. Rüdiger. Und dann ein von Chelsea. Aber Chelsea hat jetzt... Ah doch, Chelsea hat Kale zumindest, ne? Dann nehmen wir Kale dazu. Oder Christensen. Ja. Ah, Kale. Ich mag Christensen. So, Torwart brauchen wir dann noch aus der Premier League. Da können wir nicht schmeicheln. Dann nehmen wir Overporten Begovic. Und dann sind wir durch. 2 Minuten 21 vor dem Ende. Das sieht doch okay aus. Ja. Ist jetzt nicht optimal. Ist jetzt nicht krass. Aber wir haben 3 Ligen. Wir haben so und so viele Nationen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Nationen. Ist schon mau. Aber gut, dafür ist Norlings West und wir waren 2 Minuten vor Ende fertig. Gut, ich kaufe Rüdiger, Hasebe, Rave und Löwe und dann sehen wir uns gleich in. Ich habe tatsächlich einen Jena gefunden mit grüner Latenz. Das ist normalerweise außerhalb der Weekend League fast unmöglich. League Onside mit dazu ja Lopez, Marquinhos, auch der redet, na schön. Thiago Silva, Dani Alves, Marçal, Verratti, Feke, Luis Gustavo, Depay, Cavani und Mbappé auf der falschen Position. Mal sehen, ob unser Team da irgendwas gegen ausrichten kann. Rave hat 2 Sterne Skills. Das wusste ich nicht. Was war das denn? Das, ich habe noch nicht mal schießen gedrückt. Das war anscheinend nur die Ballannahme von Rave, die versprungen ist. Aber schön, der Ball ist drin. 1-0. Gerade noch über ihm beschwert, dass nur 2 Sterne Skills hat und er macht das Tor. Das will ich in der Wiederholung definitiv nochmal sehen, weil das sah ganz, ganz komisch aus. Das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Es war wirklich, ich schwöre euch, ich habe noch nicht schießen gedrückt. Ich habe nur R1 gedrückt, um den Finessi vorzubereiten. Lol. Das ist einfach. Mbappé mit dem 2-0, schön durchgesteckt von Shinji Kagawa, oder wie im Stadion von Dortmund gesagt wird, Kagawa, Shinji. Sehr gut. Ich bin begeistert. Das Team, ihr seht es vielleicht an, ich bin ein bisschen krank. Ich bin ein bisschen unmotiviert. Das heißt unmotiviert, unelanvoll. Aber
Das spielt sich bisher sehr gut. Wir haben wieder eine Szene, die ja symptomatisch ist für dieses ganze Spiel FIFA 18. Ist das in euren Augen ein Freistoß? Das ist in meinen Augen sowas von klar. Auch wenn er nicht am Ball ist und wenn er... Ich weiß nicht, ob er ihn gesteuert hat, aber das ist doch ein klar... Und das ist ein... Ja. Okay. Ich hätte es ihm gegönnt, nach dem kleinen Trick da außen. Das war sehr schön gemacht, vor allem mit dem Roulette-Pass. Aber Draxler trifft erstmal nicht. Jetzt aber die Ecke, Mbappé. Und da kommt Christensen aus dem Hintergrund. Christensen, schade, war nicht schlecht. Ja, nein, schade. Ich wollte einfach dreist sein und den reinschieben, aber das wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn das Tor so gefallen wäre. Ist recht langweilig, weil der Gegner nicht wirklich irgendwas zustande bekommt. Und wie gesagt, irgendwie, ich bin... So ungeladen. Oh. Ja gut. Das war schlecht. Da muss man mit dem Fuß hinhalten, der Rüdiger. Naja, dachte ich, hatte ich sicher, aber gut. Kilian gegen Dani Alves. Ach komm, ich mach ihn selber. Ich wollte erst noch querlegen, aber ist egal, der macht einen halben Mbappé. Schön für seine Statistik auf jeden Fall. Ich glaube, sein 91. Tor in meinem Verein. Ja. Oh, okay, das war jetzt auch wirklich arrogant. Das war wirklich sehr arrogant, aber wie gesagt, ich habe halt einfach Langeweile. Der Gegner ist keine Herausforderung, abgesehen von diesem einen Tor. Ich glaube, er quittet jetzt auch, jawohl. Ja, im Endeffekt, einfaches Spiel. Gutes Team, gar keine Frage. Natürlich muss man dazu sagen, die Außenverteidiger und Rave, auch Hasebe, das ist nicht optimal. Also, was heißt die Außenverteidiger? Rave, Hasebe und Löwe, halt die Non-Rares. Das ist nicht optimal, ansonsten Christensen, Rüdiger, Kimmich, Begovic, Weigel, Draxler, Kagawa, Mbappé, kann man alle spielen, alles vernünftig, aber die drei, nichtsdestotrotz 3-1 gewonnen, also kann man sich nicht beschweren. 7,0 von 10 würde ich dem Team geben, gerade weil es in 7 Minuten, beziehungsweise in 5 Minuten gebaut wurde. Ist auf jeden Fall ordentlich, kann man mitarbeiten und ja, ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Das war's von diesem Video. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Rating ihr dem Team geben würdet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein, viel Glück beim Packs-Team fürs Team of the Year. Und ciao.